Wunderschön und herzlich willkommen hier zu einem ganz kurzen neuen Guide hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Binigen. Wenn ihr Bock auf mehr Outrider Videos habt, bleibt gerne mit einem Abo am Start. Es geht um Folgendes, es geht wieder mal um eine Expedition. Wir sind hier in der Chemiefabrik, momentan auf Stufe 14. Mir ist aufgefallen, wenn ich immer wieder mit anderen Leuten in einer Party oder in einer Lobby spiele, dass viele nicht wissen, was es mit dem Aufzug auf sich hat. Man kann nämlich eine ganze Menge Zeit sparen, indem man halt den Aufzug frühzeitig betritt, wenn er da ist und sich nicht um die Gegner kümmert. Man sieht das immer wieder. Man spielt mit irgendwelchen random Leuten halt, vielleicht auch über Crossplay, und man sieht einfach, wie die Leute losrennen und sämtliche Gegner versuchen abzuschießen. Dann ist der Aufzug irgendwann da und man wartet vergeblich auf den dritten Mann oder auf den zweiten Mann, und er beschäftigt sich einfach mit den Gegnern. Das ist gar nicht notwendig, wir haben hier drei Elite-Gegner. Das Licht auf dem Boden ist grün, wir gehen in den Aufzug rein, der Aufzug schließt sich und wir fahren sofort ins nächste Gebiet. Wir brauchen dementsprechend die drei Elite-Gegner nicht besiegen. Das ist sehr vorteilhaft, wenn man gerade alleine durch die Expedition laufen will. Das soll es auch schon diesmal gewesen sein mit diesem ganz kurzen Infovideo. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und sage Tschüss.